Freunde! Was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Donkey Kong Country Returns. Wir machen heute weiter in der Strandwelt und zwar mit 2-6 Walfahrt. Wie der Name schon vermuten lässt, denke ich, hat dieses Level irgendwas mit einem Wal zu tun. Und das würde sich natürlich auch bei der Welt anbieten, ne? Ich kann mir vorstellen, dass sie auf dem Wal wie auf so eine Art Floß reiten. Vielleicht auf dem Rücken eines... Oder dass der Wal uns irgendwie immer neue Wege öffnet. Dass der immer so im Hintergrund auftaucht und uns dann neue Wege oder so öffnet. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Moment mal. Euch töte ich so. Boah, geil. Habe ich ja richtig gut alle getroffen. Dann mache ich es halt per Hand. Ja, ich denke, wir kriegen das heute schon hin. Auch wenn die Levels dann, glaube ich, echt schwieriger werden. Oh, hier geht's rein. Ja, hallo. Wir schießen uns direkt zu dem Kollegen hinter. Boah, den wir instant gekillt haben. Den hat's übelst pulverisiert, habt ihr es gesehen? übelst hardcore. Okay, der Bonus ist ein bisschen schwieriger. Ich gehe jetzt direkt mal nach oben, weil es gar nicht so einfach ist, immer nach oben zu kommen. Hier kurz, dann da Mitte, darüber und jetzt nur noch darunter jumpen. Oh, shit, jetzt wäre ich fast gestorben. Okay, alles cool. Wir haben das Puzzleteil noch bekommen. Aber ganz schön hart und es gibt 5. Ah, okay, da hätte ich nicht viel tun können. Das taucht einfach auf. Und da, das ist, die Kanone habe ich nicht gesehen. Dich kill ich kurz. Dann mache ich hier noch kaputt. Und, ah, da ist er ja. Oh, und, oha. Das ist noch aus dem letzten Level, wo der Krebs den Anker geschossen hat. Der hat den in den Wal getrommelt. So ein Arsch. Getrommelt. Geschossen. Oh, die Musik. Oh, als ob. Fuck, jetzt habe ich Dedi verloren. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Okay, ja, das ist jetzt wie, ja, so eine Art Scrolling-Level. Das ist, glaube ich, wirklich nicht so easy. Das ist, glaube ich, wirklich nicht so easy. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier das ein oder andere Mal sterben. Oh Gott, oh Gott. Okay, wieder nichts. Aber noch alles bekommen. Aber noch alles bekommen. Es gibt hier irgendwas Besonderes, was ich einsammeln muss. Ich glaube, hier alle Puzzleteile, alle Bananen wäre auch zu heftig gewesen. Okay, hier sind wir gut drüber gekommen. Der Wal schwimmt mit einer ordentlichen Geschwindigkeit. Dagegen kann man nichts sagen. Das ist ganz schön übel. So, hier. Lol, schau dich mal die Möwen an. Yay, Strike. Und nochmal. Aber wir haben ziemlich wenig Puzzleteile. Das finde ich uncool. Hier gibt es da viele Münzen und Bananen und so weiter. Oh, jetzt kriegen wir nicht mehr was dafür. Hätte ich das in einem Stück schaffen müssen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Angst, dass ich jetzt was verpasse. Ich check voll viel ab, aber es passiert voll wenig. Das ist das Problem. Ich glaube, hier haben wir jetzt gerade ein Puzzleteil übersehen. Oh Gott. Nein! Ich kill mich. Ich kill mich. Vergesst es. Das ist ein Suizid. Den brauche ich fürs Puzzleteil. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, hier wären wir wieder. Das darf nicht wahr sein. Warum verkacke ich denn das Timing? Ey, jetzt kann ich mich schon wieder umbringen. Yes, jetzt haben wir es. Okay. Huh, Krebs. Das sieht so aus, als ob ich da... Oh, verdammt. Hätte ich da was machen müssen? Nein, hier kann ich gar nichts drücken. Oh Gott, Wal, was machst du? Okay, hier könnte überall ein Puzzleteil sein. Aber ich habe jetzt keins gesehen. Wal, kommst du bitte wieder? Danke. Nein! Oh, ich bin so ein... Ich kann mich umbringen. Ich kann mich umbringen. Ich glaube, ich weiß, was ich hier tun muss. Ich glaube, wenn man auf sein Loch vorne drauf prügelt, dann kommt da Wasser raus. Ich glaube, das habe ich mal gesehen. Oh, ey. So, probieren wir es nochmal. Ja. Was? Aber ich habe es noch so bekommen. Ich habe es noch so bekommen. Ich hätte mich gar nicht umbringen müssen. Okay, hier ist kein... Ich sehe keine Puzzleteile irgendwo. Ich kann ja auch nichts drücken. Das passiert hier gerade alles automatisch. Da ist ein Puzzleteil. Nummer 3. Okay, der macht das auch kaputt. Aber ich kann hier auf ihn drauf. Okay. Nein, das... Ich hab mich gerollt, statt getrommelt. Das ist... Aha! Dieses Level. So, Freunde. Jetzt haben wir es. Ja, das Problem ist halt, dass Rollen und Trommeln sozusagen derselbe Move ist.
dass es halt einfach schütteln ist. Und deswegen habe ich das gerade leider ein bisschen verkackt. Ich bleib mal auf ihn drauf. Scheiße. Es kann doch nicht sein, dass ich immer ein Puzzleteil vergesse. Es darf nicht wahr sein, ne? Jesus! Das macht mich wahnsinnig. Warum kriege ich es nicht hin, die Level mal mit allen Puzzleteilen zu beenden? Immer fehlt eins. Immer fehlt eins. Ey, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Aber naja, was soll man machen? Es bringt mir bei, aufmerksamer zu sein. Es bringt mir bei, aufmerksamer zu sein. Wo ist es? Ach Gott. Muss ich die hier alle am Stück umrollen? Nein, auch nicht. Okay, Moment mal. Hier schreit er. Was ist hier? Lol. Leute, schaut mal oben in die Palme. Da glitzert was. Das hätte ich nie im Leben gefunden. Niemals. Niemals hätte ich dieses Puzzleteil gefunden. Da hätte ich 10 Stunden suchen können, ich hätte es nicht gesehen. Okay, da muss ich mich nicht schlecht fühlen, dass ich es verpasst habe. Wirklich nicht. Ey, wie es immer dieses ein oder andere Assi-Puzzleteil gibt. Das ist so fies. Mal schauen, wie es ein 2-5 stürmische See ist. Okay. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob ein Puzzleteil am Anfang wäre. Die Mucke ist ein bisschen... Ja, geht direkt ein bisschen actiongeladener los. Hier trommel ich jetzt immer zweimal drauf. Nach dem Puzzleteil im letzten Part. Hey, ich werde langsam so echt paranoid. So, ich erwarte mittlerweile einfach überall Puzzleteile. Auf jeden Fall sieht es hier in dieser Unterwasserhöhle schon mal ziemlich cool aus. Dagegen kann man nichts sagen. Oh, und hier geht es weiter hoch. Und hier ist Puzzleteil Nummer 1 von 5. Okay, das klingt nach einer machbaren Anzahl. Hier sammle ich natürlich immer alles ein. Hier haben wir jetzt auch alles bekommen. Immer schön mehrmals kommen. Geht's da rein? Nein. Und direkt ein Checkpoint, okay? Der kommt schnell. Wie komme ich da hoch? Hier wahrscheinlich, ne? Oh Gott! Da hinten zerlegt der Oktopus gerade. Oder der Kraken, ne? Das Schiff. Holy shit. Ja, okay, das erklärt natürlich den Namen Stürmische See. Das ist natürlich eindeutig. Uiuiui. Falls jemand von euch seekrank ist, dann sollte er jetzt lieber abschalten, ne? Oh Gott, ey. Hier muss ich jetzt im richtigen Moment drücken, weil sich die Fässer hier auch immer drehen. Oh Gott. Das ist ja mal übel. Hier ist auf jeden Fall Puzzleteil Nummer 2 von 5. Schon mal sehr angenehm. Die Mucke ist voll geil. Oh, scheiße. Der schlägt doch jetzt da gleich drauf, oder? Ja. Okay, hier ist das N. Ich weiß nicht, ob ich da unten alles hätte einsammeln müssen. Oh Gott, der ist ja komplett gestört. Der ist ja komplett gestört. Der lässt einem hier gar keine Zeit. Okay, ich chill hier jetzt einfach mal. So, davon ist auch der nächste Checkpoint. Das heißt, ich bin nicht mehr safe. Aber ich will jetzt erstmal hier abchecken, ob wir alles haben und ob wir hier noch irgendwas bekommen können. Nein. Okay. Oh, okay. Holy shit, hier muss jetzt ein bisschen aufpassen. Aber das ist hier so eine Phase, hier muss man teilweise aufpassen, ne? Aber teilweise auch langsam sein, um zu schauen, was passiert. Wieder eines der Level der richtig fiesen Sorte, wenn ihr mich fragt. Puzzleteil Nummer 3 war eigentlich geschenkt. Immer schön festhalten, ne? Jetzt kommt wahrscheinlich hier gleich wieder eins, ja. War zu erwarten, ne? Ist hier was? Ne, sieht nicht so aus. Oh Gott. Oh, bin ich ein Trottel. Ich habe das fast dagegen. Und ich hätte es gebraucht. Ich hätte es einfach Oh. Ich glaube, ich kann mich umbringen. Ich glaube, ich kann mich umbringen. Da wird nichts mehr kommen. Ich habe das fast gerade einfach verschwendet. Ärgerlich! So, hier sind wir wieder. Diesmal nehme ich das mit. Und hau das da dagegen. Dann kriegen wir noch eine neue Truhe. Und in der ist vermutlich ein Puzzleteil. Ich hätte mich nicht umbringen müssen. Ich hätte es nicht tun müssen. Ich habe gerade Diddy weggeworfen. Für eine Bonustruhe mit ein paar Münzen und Bananen. Ist das dein Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst? Oh Gott. Das ist ärgerlicher. Ärgerlicher geht's nicht mehr. Naja. Aber dann haben wir doch auch dieses tolle Secret gesehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann da hoch.
Stimmt das? Ja, ich kann da hoch. Ist hier irgendwas? Nein. Okay, das ist nur Bonus, dass man hier hoch kann. Hier ist noch mein Checkpoint. Warum ist hier ein Fass? Warum ist hier ein Fass? Okay, das war's mit dem Fass. Hier ist das G. Oh, ohne Didi ist es jetzt schon schwieriger. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon wieder ein Puzzleteil vergessen. Geht es nur mir so? Ich habe zwei vergessen! Was mache ich denn falsch? Mann, warum bin ich so schlecht? Ey, das kotzt an. Ich zweifle an meiner eigenen Kompetenz. Boah, nee. Wo waren denn die schon wieder? Oh, ärgerlichst. Ärgerlichst. Da unten. Schaut mal. Da. Aber wie komme ich da hin? Ich kann hier rein. Okay, das... Ja, okay. Das hätte ich sehen können. Das hätte ich sehen können. Das war blöd. Den Bonus hat man wirklich sehen können. Boah, aber der ist ja mal übelst kacke. Der ist ja mal... Okay, der ist richtig scheiße. Okay, ich habe Angst, dass ich den jetzt beim ersten Mal verkacke. Jetzt habe ich erst die Taktik rausgefunden, wie der funktioniert. So, jetzt nochmal schnell hoch. Zack, das mitnehmen. Das mitnehmen. Ja, der ist richtig mies. Aber doch machbar. Doch machbar. Ich habe noch am Anfang nicht gewusst, wie ich am besten an die Bananenstauden rankomme, wie ich da am besten springe. Aber der ist machbar. Und den hätte ich auch finden können. Die Bodenplatte hätte ich sehen können. Da war ich zu stürmisch unterwegs. Okay, hier guckt er. Aber hier... Was sieht der denn hier? Was ist denn hier? Ach, senkrecht da oben! Okay. Oh Gott. Oh, da müssen wir perfekt schießen. Damn. Okay, nee, das hätte ich nicht gesehen. Das hätte ich wirklich nicht gesehen. Aber du musst da wirklich perfekt senkrecht nach oben schießen. Das ist nicht einfach. Jetzt haben wir's. Okay, das war fies. Das erste hätte ich sehen können beim zweiten. Ja, wenn man blind spielt. Passiert halt beim blind spielen so. Kann ich nicht wissen. Alles klar, Freunde. Das soll's für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal machen wir dann noch hier 2-7 Wellenbrecher Wahnsinn. Oh Gott, der Name schon. Und dann wird beim nächsten Mal vermutlich dann auch das K-Level auftauchen, ne? Das heißt, beim nächsten Mal wird wieder gefailt. Oh, shit. Schaltet auf jeden Fall da wieder ein. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, wäre ein Daumen nach oben toll, würde ich mich drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal, euer Hübi. Haut rein.